Alter. So, hört ihr mich oder nicht? Das ist die wichtige Frage. Ich schaue direkt mal in den Chat, denn wir hatten eben ein paar Tonprobleme. Und hört ihr mich oder hört ihr mich nicht? Oh Gott, ihr hört mich. Tja, Leute, das waren meine 10 Finanztipps für die Corona-Krise. Ich hoffe, ihr habt euch die mitgeschrieben. Das Ding ist, Ton soll heute gar nicht unser Problem sein, denn meine Internetleitung ist ein bisschen down. Ich weiß nicht, ob die gedrosselt ist. Ich habe schon sämtliche Downloads beendet, das ganze Game One-Archiv, was ich mir parallel runterladen wollte. Habe ich alles gestoppt, aber trotzdem ist das ein bisschen gedrosselt. Das heißt, Ton sollte gar nicht unser Problem sein heute, aber Bild, und da weiß ich jetzt nicht, da brauche ich eigentlich mal eure Infos, ob ihr gleich seht, dass es ruckelt, denn eigentlich haben wir natürlich heute vor, weiter Ori and the Will of the Wisps weiter zu spielen, und ich gehe mal mutig ins Ingame. Wir schauen mal, hier sehen wir das. Das ist noch das Menü, das soll noch nicht das Problem sein, aber ich habe eben schon ein bisschen gemerkt, naja, dass es nicht so sorgenfrei war wie am letzten Wochenende, die Streams. Auch Pornos stoppen, schreibt Pit87. Ja gut, Priority. Soll ich euch jetzt 3 Stunden unterhalten oder danach was vom Tag haben? Ja, danke nochmal an Timo in der Regie, der das Signal hier empfängt, und Max, der da eben auch gerade nochmal gerödelt hat und bei mir geführt. Ich habe eben noch so eine er hat sich bei mir ja eingehackt, und dann habe ich so einen Ping-Bericht von ihm gesehen. 3 Pakete gesendet, 0 angekommen, 0 Empfang, 3 verloren unterwegs. So eine klassische DHL-Meldung. Das ist der Status von meinem Ping gerade. Menü sieht gut aus. Vielleicht bleiben wir einfach im Menü. Ich zeige euch heute ein bisschen das Menü, was man da so anklicken kann. Ihr seht Optionen schon und Beenden. Zu Beenden kommen wir später. In der ersten Stunde soll es rein um die Optionen gehen. Ihr sagt, Chat ist okay für euch. Ja, gut. Regie sagt auch, dann wollen wir es mal probieren. Oh, guck mal, die Xbox sagt schon, geht schon in Ruhemodus. Das Ding ist, Internetleitung wird gleich richtig gefordert, denn was denkt ihr? Dass wir jetzt locker reinkommen, erstmal ein bisschen erforschen, ein bisschen backtracken? Nein, wir sind ja letztes Mal mit einem Bosskampf geendet. Und ich habe einmal die Chance genutzt, weil ich natürlich nichts ohne euch machen wollte, ein bisschen zu backtracken, ein bisschen so ein paar Lebenszellen einzusammeln. Erinnert euch, hier irgendwo war noch eine. Ah ja, hier war noch eine versteckt. Und so ein bisschen, ne, ein paar Bereiche zu erkunden, ein paar Ecken aufzufüllen, hier auch im Dorf, damit ich gewappnet bin. Gegen die Kröte, die mich da verbunden mit dem Zeitdruck doch ganz schön unter Druck gesetzt hat. Ich schaue nochmal zu euch, Leute. So lange spielen, bis du den Frosch gelegt hast. Ja, 3 Stunden haben wir Zeit dafür. Und ich habe dann mal nach der Session ein bisschen geguckt, ob ich irgendwas übersehen habe in dem Kampf und oder einfach nur zu überfordert war. Stellte sich auf jeden Fall raus, dass man diese Arme an der Seite als Health Boost nutzen kann. Und die Let's Plays, die ich gesehen habe, da hatten die Leute schon einige Vitalitätszellen mehr. Also vielleicht bin ich da ein bisschen voreilig reingejumpt. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, ne? Heute wird der Frosch gekillt. Seid ihr dabei, Leute? Ich brauche euch natürlich. Oh, das wird gleich ruckeln hier. Ah! So, sehe ich hier noch was? Gucken wir mal. Erstmal so ein paar Tode zum Reinkommen, das kennt man ja. Jo, ne? Wir sind bei dir. Dankeschön, Liquid OJ. Auch wieder komplett. Ich fange bei 0 an, keine Angst. Wollte eigentlich eben noch ein paar Läufe machen, dass ich wieder drin bin. Auf dem Stand vom letzten Mal. Aber durch den ganzen Hickhack. Technisch. Kein Bild, aber Ton. Ja, ja. So, ach so, ja. Das war ja noch so eine kurze Chase-Sequenz hier. Oh, uiuiui, Leute. Sagt Bescheid. Das Stück weit ist das Ruckeln normal. Das ist die Spielwelt gerade. Okay, aber sterben sollte ich nicht. Wow. Ich
Chance, mich wieder ein bisschen die Steuerung reinzufuchsen. Boah, hat schon Probleme, wa? Oder? So, jetzt sind wir in der Kampfarena-Bild, ist gut, ja? Ey, für mich ist gerade so wie... Kennt ihr das, wenn die, unsere PCs so 99% Auslastung haben und dann geht man doch mal in den Taskmanager und beendet hektisch irgendwelche Programme. So, wir lernen den Boss jetzt. Wer das letzte Mal nicht dabei war, gar kein Problem. Kurzzeitgedächtnis, ich lerne den Boss jetzt nochmal komplett neu. Aber was da ganz cool ist, ja, okay. Hier sehen wir die eine Energiezelle. Ey, wow. Also bei mir ist gerade richtig krass Probleme. Gucken, wie es bei euch aussieht. Ah ja. Alter. Ja auch noch. Ach, naja, mal gucken. Ah ja, guck mal, die Hände. Ja, das ist schon mal ganz gut zu wissen. Die müsste ich nachher in der zweiten Phase auch nochmal triggern wahrscheinlich. Oh, apropos zweite Phase. Zumindest nicht schlecht, wenn er mal die Hände macht. Ach, jetzt kommen die Dementoren da wieder aus ihren Löchern. Ja, da sind sie. Oh, ich komme nicht hin. Wo bin ich? Ich komme nicht hin. Scheiße. Scheiße, da waren die Hände. Fuck. Das nochmal? Nee, macht er nicht. Oh. Oh. Komm schon. Oh. So, jetzt kein Scheiß bauen. Oh. Oh. Mann. Oh, Scheiße. Fuck. Hat er mich. Oh, ich. Bei mir ist übrigens richtig schwierig mit Verbindung. Also bei mir ist er hier gerade über Maximum. Und es ruckelt krass, aber bei euch ist gut. Das ist das Wichtigste.
Na, come on. Oh ja. Och, Leute. Oh. Kriegen wir den noch? Ja. Na. Come on, jetzt wird er... Macht er Wasser schon? Nee, doch. Scheiße. Oh. Noch mal die Hände bitte. Oh, und dann zum Himmel. Diese Viecher, ey. Ah, und ich kann da nicht mehr zurück. Stimmt, so war das ja. Oh. Nee, mach doch mal die anderen Sachen. Da, oh, wieder da rein. Da sind sie, komm. Oh, ich krieg sie nicht. Ach, oh, fuck, ey. Jetzt will er da wieder. Na komm. Mach deine... Oh, immer die Scheiße. Sag doch mal deine Hände. Na, und dann kann ich es trotzdem nicht draus machen. Oh Gott. Na. Ey, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich muss mal kurz Pause machen. Wie sieht denn das bei euch aus? Bei mir ist richtig krass. Ich weiß nicht warum, aber der Stream läuft doch okay. Hm. Ey, bei mir ist es nur am Ruckeln. Was natürlich hier bei so einem... Bei euch geht's. Okay, naja. Das ist natürlich bei solchem schnellen Kampf ein bisschen schwierig. Scheiße, ey. War klar, beim ersten Mal schafft man es dann entweder, weil man nicht so viel drüber nachdenkt. Naja, gut, Hauptsache bei euch geht's. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich hab das Gefühl, ich versuche hier gerade in Kirgisistan zu streamen. Nichts gegen Kirgisistan, bevor ich wieder Briefe aus Kirgisistan bekomme. So nämlich! Oh. Aber es... Eigentlich nur der Ton bei mir, der so schlimm ist. Also der Ingame-Sound. Na. Oh, Fiesling. Du Fiesling. Den kriegst du auch noch. Na, ist es schon soweit? Nee. Dieser Hammer hat auch nicht so eine richtig krasse Range. Ich habe auch mein
Bogen jetzt noch nicht so geupgradet. Weil ich auch nicht gedacht hatte, dass da so ein anstrengender Bosskampf kommt. Weil das, normalerweise konnte man mit so ein bisschen nebenbei backtracken eigentlich immer schon ganz gut bestehen. Das waren unnötige Treffer hier. Boah. Man will es ja auch nicht zu leicht haben, indem man dann schon quasi alle Zellen hat. Alle. Oh, da sind die Arme! Oh! Oh! Naja, oh! Meine Scheiße, ey. Schaff's immer nicht. Oh. Komm schon. Guck mal, habe ich die mit dem. Nee, da kann ich ja jetzt nicht mehr hin. Doch, kann ich. Oh, ey. Kriege ich natürlich zu viel Kontaktschaden einfach auch, ne? Nee. Küsst du nicht. Komm schon. Mach nochmal die Hände, dann. Scheiße, ich hab's nicht geschafft. Oh. Unnötig, der war unnötig. Komm schon, zeig mir nochmal deine Hände. Ende. Ach, nee. Oh, Alter. Nein. Oh, zu viel Kontaktschaden hier. Oh. Holy shit. God damn it. Mann. Muss noch mehr. Oh, ey, das kann doch nicht sein, dass mich die Zunge jedes Mal trifft. Alter. Das ist ja wie auf dem Geburtstag mit der Tante, die man hasst. Das kann doch nicht sein, dass sie jedes Mal mit der Zunge durchkommt. Oh, da sind die Hände, naja. Ist ja nur nicht so, dass ich mir keine Mühe gebe. Kann natürlich auch in der zweiten Phase. In der zweiten Phase mehr noch unter Wasser sein. Da habe ich aber das Problem, dass dann diese Dementoren-Energiestöße. Ey, das kann doch nicht sein, dass die Scheißzunge jedes fucking Mal trifft. Scheiße, komm her. Gerade so. Gerade so. Oh, jetzt wird er schon Wasser machen. Aber der Vorteil unter Wasser ist natürlich, dass er die Fische wirft. Weg. Nein. Komm schon. Weg. Komm schon. Scheiße. Oh, nee. Weg. Chillen. Ich chill mein Scheißleben. Ich bin hier drüben und mach gar nichts. Scheiße, zu nah ran. Oh, geh raus.
na bitte. Alter, einen guten Flow drauf gehabt. Mann, geht doch. Ist immer dieses, wenn man so ein Show-Redakteur ist und nicht so oft auf dem Sender zockt, dann ist immer sofort die Ehre gepackt. Wenn man natürlich zeigen will, ja, ich kann auch zocken. Guck mal hier, eine Kröte kann ich schon. Mann, ging doch. Ich hatte einen guten Flow. Irgendwie mit dem rein, raus, die Nummer, das konnte ich dann doch wieder ganz gut. Ne? So, müsste eigentlich erstmal die Unterwäsche. Und wer ist natürlich gerade, naja, gut. Na bitte. Heute mache ich gar nichts mehr, Leute. Bis 15 Uhr. Ich werde ein bisschen in den Menüs rumlungern hier. Ich mache gar nichts. Reicht mir für heute. Well, okay. Krass. Ich dachte, die Kröte überlebt. Tja, schade. Zumal ich noch eine Nebenquest habe, die sich um ihn streckt. Aber wahrscheinlich kann ich das einfach so machen, ne? Mensch, der Kleine. Der kleine Kröterich. Ein Unkenrufen zum Trotz ist er hierher gekommen. Komm ich da hoch? Gerade einer meiner besten Freunde gestorben in dem Spiel. Meine erste Frage, komme ich da rechts noch hoch? Liegt da noch irgendwie eine Energiezelle? Sieht nicht so aus. Dann können wir zurück, wa? Hier haben wir alles. Oh, was war denn hier unten? Hier gucken wir doch noch mal rein. Und noch was. Ach so, nee, hier brauchte ich, glaube ich, irgendwie Sand oder so. Boah, hier auch noch ein bisschen. Na gut. Ich würde sagen, wir tracken den Weg kurz zurück. Dann können wir schon mal überlegen, was wir als nächstes machen. Denn offensichtlich... Ui. Na komm her. Ach so. Ach, kann ich die auch damagen damit? Ach, krass. Das ist ja wie ein Unterwasserangriff. Geil. An. Guckt an, ich spreche in der Mehrzahl von euch. Tschö. Gut. Dann haben wir hier alles gemacht. Ich würde ja fast dafür plädieren, dass wir zunächst in den Wald gehen. Gut, sage ich immer beim ersten Date, aber in dem Fall würde ich da gerne noch nachschauen. Was wir da machen, ich glaube ja, dass ja dann wahrscheinlich in jedem Gebiet sich ein Endgegner befindet. Ja, guck mal, da komme ich noch nicht an. Ah ja, da muss ich den Dings, da brauche ich irgendwie so diese Sandnummer, ne? Mhm. Okay.
Na komm. Boah, das macht ja Spaß. Und die rein zu flutschen. Mach mir gleich Burger, schreibt ihr. Ja, ich muss ja wahrscheinlich wieder euch zuliebe auf Baguette gehen. Normalerweise bin ich, auch wenn man das natürlich entgegen vieler Klischees nicht denkt, aber doch jemand, der kocht. Apropos Kochen, am Dienstag probieren wir auch eine kleine neue Formatidee rund um die Quarantäne. Und da werde ich auch kochen. Allerdings nicht das, was ich möchte, sondern das, was jemand anders möchte. Ich glaube, Dienstag 18 Uhr ist das so. Schaut also da gerne rein. Im Rahmen von Hallo Home Office ist das. So, hier kommen wir noch nicht runter. Ach so, da unten sehen wir es. Da ist also noch mal ein bisschen Erz. So, was ich aber eigentlich noch machen wollte. Ja, das hat er eingezeichnet. Dann könnten wir hier rechts lang. Guck mal, hier ist ja noch diese Kohle-Quest. Das triggert mich. Das. Ja, egal. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin und gucken, was mit der Nebenquest ist. Koch doch im Voraus und stell es in die Mikrowelle. Ja, dann hätte ich gestern Abend kochen müssen. Stimmt, aber dann dieses Wochenende dachte ich, naja. Da ist ja eigentlich nur heute ist, geht das schon mal. Und für euch mache ich das ja gerne. Ist auch purer Egoismus. Ich will das Spiel halt fucking weiterspielen. So, dann gucken wir hier nochmal rechts. Ach so, der eigentlich ein scheiß Problem, TikTok? Ach ja, diese Angelnummer. Ach, apropos, wo sind wir denn in meiner Tauschquest-Reihe? Was haben wir denn? Oh, siehst du, ich hätte mal auch noch hier. Ich hätte sogar noch Vitalität anlegen können, sehe ich gerade. Ultra-Wurfhaken, Ultra-Stoßangriff, alles Quatsch. Was ist das hier? Kopfgate, naja. Wo haben wir das denn? Spaltung, Schüsse mit dem Geisterbogen, aha. Übertreffen auch Gegner in der Nähe. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Vitalität 3, zusätzliche Lebenszellen hätte ich mir auch nochmal schön anlegen können. Gut. Brauche Gesundheit, um Zauber zu wirken. Mehr Lebenskugeln fallen, naja, gut, brauchen wir ja auch nicht, ne? Rücksichtslosigkeit ist schon geil. Egal. So. Da oben waren wir auch schon. Das habe ich mir schon geholt. Na. Da steht der. Ach. Da. Oh. Also diese Performance-Issues stehe ich nach wie vor nicht. Lebt der noch? Ja. Ah, komm her. So. Tja, wie soll ich es dir sagen? Aha. Okay, dann würde ich sagen, lass uns doch Richtung Wald gehen. Wie viel Erz habe ich? 4, glaube ich, ne? Ist das irgendwo? 20 von Dings, aber ja. Ja, dann würde ich sagen, geht's Richtung Villa Wald. Oh, hier die kleine freaky Zelle. Ah, da komme ich wahrscheinlich noch nicht hin. Und was haben wir? Was habe ich gesagt als Questgegenstand? Der Beutel. Witzige Moormuschelsuppe. Haben wir schon mal irgendwen getroffen, dem ein bisschen kalt war? Moki Amulett. Das können wir auch machen im Wald. Den Stein zurückbringen. Da hat ja einer im Dorf gesagt, nee Leute, das ist zu spät. Ich würde sagen, wir machen noch einen kurzen Stopp und ich zeige euch, wie das Dorf jetzt gerade aussieht. Ja, Timo, da hast du den Sieg gegen den Bossgegner verpasst.
So, hier habe ich schon ein bisschen was. Das ist ja ganz cool, dass man diese Samen in der Spielwelt findet. Und dann hier sich so die Welt ein bisschen eröffnen kann. Da oben war ich auch schon. Dann habe ich diesen Koch da auch entdeckt. Achso. Na. Oh, ne? Achso, da sehen wir schon. So, hier ist man ganz oben. Hier kommen wir von dem. Habe ich die Suppe gleich entgegengenommen, die ich auslöffeln musste. Von Veral. Von dem habe ich das Süppchen bekommen. Und da könnten wir theoretisch auch rechts noch weiter gehen. Ihr seht es, hier ist ein Erz. Was macht der hier? Ach ja, das ist der Züchter, dem man die Samen bringt. Zwei habe ich ihm schon gegeben für ein bisschen mehr Moos. Hier, das ist der Lupo, den haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Der Händler, der sich immer ein bisschen versteckt. Und dann würde ich sagen, kommen wir hier vielleicht sogar hin per Teleport? Nö. Wo ist denn hier der nächste Teleport eigentlich? Gehen wir mal hier hin, laufen nach rechts, dann nehmen wir die Nebenquest gleich noch mit. Bei euch nach wie vor alles okay, würde ich mal sagen, ne? Chat? Übrigens, wenn ihr das VOD gerade seht und ihr wollt, dass es weitergeht, dann haut es gerne in die Kommentare mit dem Let's Play. Es war jetzt von Anfang an nicht geplant, dass ich das durchspiele, weil es auch in den ersten Preview-Dingern auch von Seiten der Entwickler hieß, ey, Spielwelt ist dreimal so groß wie Ori and the Blind Forest, also können es schon so 20, 25 Stunden sein. Aber jetzt, wo die ersten es durchgespielt haben, oder einige haben es schon durchgespielt, sind wir dann doch eher bei 11, 12 Stunden, aber da ich jemand bin, der solche Welten natürlich gerne komplett erkundet, ist man dann auch dann doch wieder im 15-20-Stunden-Bereich. So, hier geht's auch noch runter. Da weiß ich aber nicht. Nee, da lag irgendeine Absperrung unter dem Baum, ne? Die konnte ich, glaube ich, auch nicht so einfach zerstören. Aber jetzt, wo ich natürlich hier Streaming-Equipment habe und die Situation halt so ist, wie sie gerade ist, es ist natürlich auch eine Chance, dieses Game noch ein bisschen weiter zu spielen. Ui. Oh, guck mal. Krass, die Welt ist richtig verdörrt jetzt, wo die Kröte nicht da ist. Oh, krass. Eieiei. Mensch, richtig trist und öde hier alles. Kann ich hier noch mehr machen? Nee, eigentlich nicht erstmal, ne? Ich dachte, dass ich irgendwie schon... Hier waren wir auch schon. Boah, ich... Blöd sieht es aus. Ich sagen, auch in den Wald. Theoretisch können wir uns ja auch in den Wald direkt teleportieren. Naja, gut, hier ist so eine kleine... War denn hier oben rechts schon wieder? Hey, komm ich nicht hin. Aha, doch komme ich. Okay, nehmen wir mit. Oh, 2100. Könnte natürlich auch erstmal was upgraden, ne? Hätte ich ein Dorf machen können. Naja. Hey, Schweinepriester. Das macht mir selbst auch keinen Schaden, wenn ich so durch... flutsche durch die Gegner. Oder? Nee.
Geil. Hier brauchen wir nicht lang. Gucken wir noch mal kurz. War da schon? Achso, doch. Wir könnten hier doch noch mal nach oben. Ey. Oh. Ja, nehmen wir noch mit, ne? Das war einfach. War hier abgeschlossen? Ja. Okay. Was uns im Stehen weit erwartet. Ich habe auch noch nicht jetzt irgendwie groß in andere Let's Plays rein geguckt. Weiß also im Zweifelsfall weniger als ihr. Oh, Andreas. Ah. Dann sind wir jetzt wieder hier. Wann sind denn hier so komische Quallenviecher? Scheiße. Na los. Mhm. Also die zerstöre ich auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob die nochmal auf mich zurückkommen. Frag mich halt, wo ich hier im Stillen weit weiterkomme. Ah ja, hier. Okay. Kann ich mich auch direkt hin teleportieren. Ah, hier. Oder muss ich da hier rein? Könnte auch sein, ne? Ah. Scheiße. Ist das der Moki vom Familientreffen? Oder haben die hier irgendwo noch eine kleine Höhle? Habt ihr die Quest eben gesehen? Ja, ihm das sage. Kann natürlich machen die Quallen denn hier immer? Vielleicht? Nee, der schießt nicht. Ah, oh, der schießt nicht schnell genug. Nee, come on. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Ach so, da komme ich ja hin. Easy. Da komme ich ja hin. Dachte, ich muss erst auf den ersten und dann auf den zweiten springen. Oi. Well. Hab ich erwartet. Ja, wenn ich schon mal hier bin, frage ich mich natürlich, ob ich die Hütte plündern kann. Unter moralisch fragwürdigsten Bedingungen hier noch irgendwas looten kann. Denn das ist das Erste, was mir durch den Kopf geht, wenn ich hier diese traurige... Ach ja, der muss ich ja auch noch sagen, dass es zu spät ist. Wenn ich hier diese traurige Nachricht erhalte. Wie hier? Ja. Alter. Ja, nehmen wir mit. Ja, was hast du erwartet?
Ah! Cool, den können wir im Dorf da unserem ganzen Samentyp geben und da wieder was Neues freischalten. So, dann frage ich mich natürlich, ah ja, geil, nehmen wir mit, ob wir hier tatsächlich weiterkommen oder ob es hier noch was gibt. Hier gibt es natürlich schon noch was, ne? Aber das führt, glaube ich, eher zu dem Gerücht, würde ich denken. Gucken aber trotzdem mal hin. Ach ja, kann mich ja auch teleportieren. Loot. Oh, ihr seht es, ne? Wie er auch wieder nachbuffern muss. Ei, 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 ei. Versteh's nicht, warum dieses Game so fucking ressourcenfressend ist. Will einfach nicht in meinen dummen Schädel, will das nicht rein. So, naja, gucken wir mal, was da rechts noch war. Hier waren wir das letzte Mal mit Q. Das war nicht so geil. Denn er liegt auf der Intensivstation, was schwierig ist, weil ihr wisst es, wir haben alle nur 30, wir haben nur 30.000 Intensivbetten in Deutschland. Und so ein Q verstopft natürlich gerade so ein Krankenbett auch. Und irgendwann muss man sich überlegen, ob das noch Sinn macht an der Stelle. So, was gibt's hier? Was denn? Wie Ori mich angeguckt hat, so, bist du sicher? Ah, guck mal, nee, hier brauche ich noch die Sandnummer. Wollt ihr mich verarschen? Futterstelle klingt doch nett, schreibt X Schmollix. Ey, sag mal, habe ich hier gleich den nächsten Bosskampf? Nee. Alter. Was ist das eigentlich? Halb Eule, halb Germany's Next Topmodel-Kandidatin von den Beinen zumindest. But why? Wo soll ich hin? Diese Try and Error Nummer hier immer bei dem Game. Guck weg. Guck weg. Wo soll ich denn da hin? Wo soll ich denn da hin? Wo soll ich da hin? Na, ja, zu früh. Nee. Na. Hab ich hier noch einen? Scheiße. Da links komme ich ans Moos, aber das schaffe ich doch kaum, oder? Oh. Scheiße. Muss ich bis darüber schaffen, ja? Oh, come on! Noch schneller. Naja, gut. Ist jetzt nicht super schnell, was ich da abliefere. Da. Oh. Oh, please! Ey.
Hey. Hier? Was? Da bin ich auch nicht sicher? Oh Gott. Scheiße. Wo muss ich da wieder warten? Oh, oder komme ich hier noch gar nicht lang mit dem Sandding? Wohin? Oh. Wieder alles von vorne? Och, Leute. Ich muss erstmal die Kurbel ganz nach oben drehen. Gib's zu. Das hätte ich auch gesehen an seiner Stelle. Boah, ey. Vor allen Dingen, der Ton ist bei mir echt immer... wird immer schlimmer. Aber es mich wundert, wie ihr das, wieso der Stream so normal funktioniert. Bei mir ist die Hölle der Ton. Hier war ja auch alles cool. Und dann? Also rechts rüber, das ist doch kein Tuch, wo ich mich verstecken kann, oder? Hier drunter, oder was? Alter. Ton ist gut hier. Ja, krass. Naja, wir haben Zeit, ne? Ich glaube übrigens danach, wird sich Krogi hier schon 15 Uhr einfinden. Weiß noch nicht, was er spielt, aber wir werden es wahrscheinlich auf sein... seinen Dingern erfahren. Ey! Hm, na gut, okay. Nehmen wir mit. Okay, hier brauche ich auf jeden Fall noch ein Upgrade. Sag, ey! Hämmert der Uhr an. Naja, ach, Leute. Ui. Weiß ich nicht, liebes Licht.
Windwüste. Oh nee. Sehr ehrlich, ja. Och, jetzt komme ich natürlich zu diesem Ekel Wüstending, wo ich eigentlich nicht hin wollte, ne? Machen wir erst Wüste oder Wald? Haut's mal in den Chat. Wer ist das Spiel über sowas wie TeamViewer fernzockt? Nee, ich habe das schon hier bei mir mit der Xbox One. Nur der Ton ist halt die absolute Hölle. Ich habe eben auch nicht so richtig gecheckt, wann es leise ist und wann es laut, weil es alles klippt. Ich würde sagen, liebe Regie, ja, Wald oder Wüste, ja, ihr wollt Wüste sehen, weil das wahrscheinlich ekelhafter ist, ne? Dass wir das kurz nutzen, was sagt die Regie? Um ein bisschen kurz zu unterbrechen, wenn das für euch okay ist. Dann machen wir ganz kurz Pause. Ihr kennt das Prozedere, ich schmeiß schon mal den Backofen an. Oder? Oder habe ich das erste Mal um 14 Uhr gemacht? Nee, um 13 Uhr schmeiß ich den Backofen an, vorheizen, dann irgendwann 14 Uhr essen und so, 15 Uhr dann chillen. Ich glaube, so machen wir das heute auch. Ja, dann sehen wir uns hier gleich wieder. Ich gucke nochmal, ob wir Wüste oder ob wir Wald machen und dann geht es hier gleich weiter mit Ori and the Will of the Wisp. Bis gleich. Willkommen zurück zu Ori and the Will of the Wisps, Teil 4 dieses Let's Plays. Wir haben uns gerade der Kröte entledigt und hier eine kleine Verfolgungsjagd gehabt mit, keine Ahnung, wie dieses Vieh heißt. Wissen wir schon, wie es heißt? Danke fürs Zuschauen. Wer spielt denn nach mir? Andreas Krogi ist auf jeden Fall dran, ab 15 Uhr. Ja, und wir sind jetzt in der Wüste, dann würde ich sagen, bleiben wir doch auch in der Wüste. Sage ich jetzt, sei denn, es wird gleich noch zu schwer. So, da sind wir in der Windwüste. 4%. Gerade erst den Eingang gefunden. Na gut. Könnten natürlich uns nochmal... Okay, hier geht die Scheiße schon los, ne? Kommen die raus? Ja. Well, okay. Gucken die auch was? Wow, okay, Dude. Alter. Ach, Mann, ich habe ja wieder den Scheiß hier ausgerüstet gehabt. Den Windschlag. Oh, warte mal. Nee, lass mich doch mal durch. Ich will deinen... Ja, den will ich. Gib mir... Schieß nochmal. Komm her. Nee, falsch rum. Fuck. Komm nochmal. Schieß. Hä? Falsch rum? Damit kann ich nicht zerstören? Nee. Ich dachte, damit kann ich das hier zerstören. Oh. Dann bist du für mich wohl nutzlos. Sorry. Oh Gott, ey, wenn der Bosskampf dann so ein Riesenvieh ist, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber wahrscheinlich ja genau das, ne? Oh, Leute. Fragil, ja. Oh ja, sehr fragil sogar. Mhm.
Na. So, gucken wir mal kurz auf die Map. Habe ich eigentlich schon eine Karte von diesem Lupo erhalten? Ne, hier oben links wäre es auch nochmal lang gegangen auf dem Rückweg. Aber hier ist auch eine Verbindungsstelle. Ach so, ja. Naja, gucken wir erstmal. Wieso ist das denn so etwas in jedes Buch? So komisch exponiert aus. Also, sieht so aus, als müssten wir erstmal wieder so weit nach vorne preschen, dass wir... Oh, süß, das sind die Wüstenvarianten. Ui. Oh, da kann ich nicht so gegenschlagen. Krass. Das prallt alles ab. Halt, da oben komme ich doch hin. Schieß nochmal, mein Freund. Schieß. Nee, ach so, die kann ich wieder nicht nehmen, die Pfeile von denen. Ne? Die sind zu klein, um den Geschossschuss zu machen. Na? Floor ist Lava? Mhm. Schmeiß ich dich halt runter. What the fuck? Was ist das denn hier? Okay. Ja. Aus wie eine Suppe, die ich koche. Also generell bin ich nie so ein Fan von so Wüstenwelten irgendwie. Naja, obwohl, kann man eigentlich so nicht sagen. Muss ich eigentlich sogar komplett zurückziehen, die Aussage, und ins absolute Gegenteil umkehren. Liebe eigentlich so Wüstenwelten, fällt mir jetzt gerade ein. Komme ich da hoch? Hier ist eine Abkürzung. Das ist der Weg zurück. Mhm. Ach, der kleine Käsekuchentyp da. Erstmal Schilder lesen. Nee, geht nicht. Na ja, gut. Da ist schon wieder Erz. Okay. Hier kommen wir auch noch nicht durch. Nein. Doch. Oh, come on. Hätte man auch mal fünfe gerade sein lassen. What? Zu früh. Okay.
Ah, bisschen zu spät. Ah! Okay. Ja, come on. Ja, come on. Einmal abwarten. Oh! Leute. Wirklich? Really? Oh. Gottes Willen! Oh, sowas ist immer schön, wenn das mit Glück beim ersten Mal klappt und man dann sagen kann, alles klar, muss ich mir nie wieder angucken. Ja, ja, jetzt bin ich wieder komplett falsch, jetzt. So. Kann ich das Rätsel einfach in Papier lösen und an Moon Studios schicken, dass ich sagen kann, ich wüsste, wie es gegangen wäre. Muss ich das jetzt wirklich vormachen? So. Oh, please. Alter. Dieses fucking Erz. Damit ich will damit Wohnungen bauen. Müsst ihr mir das so schwer machen? Sein. Oh, please. Hä? Muss ich das denn nochmal befürworten, quasi, dass der durchkommt, oder was? Mir ist schon ein paar Mal aufgefallen. Beim letzten hat er dann doch nochmal Probleme. So, jetzt. Oh Gott. Nee, das dauert zu lange. Och Mann. Nee, jetzt. Oh, fick die Scheiße, ey. Sowas kann ich ja ab, ne? Zu spät. Ja. Ich bin ja auch nicht mal ein Fan von Plattformern, ne? Es ist einfach... Es ist einfach nur das, die tolle Spielwelt, die mich hier reinholt. Bei unter 50% Gesundheit versuchst du 20%. Ja gut, werde ich halt nie in meinem scheiß fucking Leben anlegen, die Nummer. Gottes Willen. Hier oben noch was? Ja. Mal auch nochmal hin. Gut. Hier. Was gibt's hier noch? Meine Güte, ich hoffe, der hat eben nicht zugeguckt. Das kleine Eichhörnchenvieh hier. Och nö, ja, dann lasst mich doch. Ja. Ja, komm. Ach so, nee, hier brauche ich auch erst die Fähigkeit. Da wahrscheinlich auch. Wo sind wir denn jetzt? Oh, wäre ich mal erst weiter nach links nach rechts gegangen. Naja, obwohl, ich schätze ja aber mal, die Fähigkeit, die ich brauche, wird sich wahrscheinlich hier so befinden. Aber gut, gucken wir das erstmal weiter. Ah, okay. Sowas ist dann wieder so super... Ich wollte gerade sagen, sowas klappt dann wieder so super problemlos, zack, tot. Naja, gut. Ah, okay.
du, soll ich den nehmen? Nein, das ist auch für den Weg zurück, ne? Na. Wollte dich gerade schlagen, mein Freund. Ah ja. Ich hab nur Suppe. Steht der denn? Naja, gut, immerhin ist er verzeichnet. Wasser. Hab ich schon mal Wasser gehabt? Ich hab leider erst Suppe. Sieht gar nicht gut aus hier. Das sieht aus wie... Jetzt kriege ich hier gleich ein bisschen auf die Mütze. Ah, okay, nee. Aber man hat sofort gesehen, wenn das so ein bisschen reinzoomt, das Spiel, dann weißt du gleich, ist irgendwas los. Gut, hier kriege ich jetzt was für eine Fähigkeit. Alter, wie schön das aussieht. Wie geil das aussieht. Alter. Aber jetzt schon keinen Bock auf den Bossgegner. Ist hier wieder ein Zeitrennen oder was? Teil 1 war ein Spaziergang. Redet ihr drauf? Teil 2 ist schwieriger. Geht zum Ori? Nee. Ja. Gut, haben wir die Fähigkeit. Was ich auch manchmal nicht so richtig schön finde, auch auf der Map, manche Barrieren, die ich schon zerstört habe, also gerade diese bröckeligen Sachen, die bleiben dann auf der Karte so. Das finde ich natürlich nicht so schön. Also das, man sieht nicht, dass die... dass ich die schon zerstört habe. Na, soll ich hier hoch schon direkt oder was? Hab ich das? Nee. Ah! Hä? Ah! Naja, gut, da ist der wieder. Manusch. Gib mir eine scheiß Karte. Pff, 300, nee, ich warte auf einen zweiten Händler. Said no one ever in so einem Spiel bei Kartenhändlern. Die Kartenhändler-Mafia. Alles Lobbyisten. Ja, gut, ne? Okay. Ach ja, ja. Ach, guck mal hier, ob das wohl die Endgegner-Arena ist. Was ist denn hier? Nee, ist es vielleicht wirklich gar nicht, denn hier geht's offensichtlich noch rein. Was hat er hier? Okay, hier ist wieder eine Tür mit Schlüsseln. Zeitrennen. Ja gut, halt eine Karte, ne? Danke, Loophole. Warte mal, das sah doch schon wieder komisch aus eben. Obwohl. Oder? Ne, hier ist nichts. Okay. Dann nochmal Glück gehabt. Ziele aufs Andrücke. Ach so. So, hier waren wir auch noch nicht.
frage mich gerade, wie ich... Ob ich die auch aus dem Sand heraus angreifen kann, aber sieht nicht so aus. Ah, doch. Okay. Das macht natürlich Spaß. Das macht Spaß. Es ist float sowieso alles geil. Schon ganz cool. Also abgesehen davon, dass es natürlich fast unspielbar ist, weil es so krass ruckelt. Nein, so schlimm ist nicht, aber so ein bisschen Performance-Issues sind nach wie vor da. Halt. Ah, okay, ich bewege auch immer vor, aber er wühlt automatisch immer geradezu. Hey, okay. Muss also gar nicht immer in der Richtung drücken. Er macht das automatisch. Ha? Ja, schön. So. Hier, die Lebenszelle nehmen wir mit. Hier ist dieses Zeitrennen. Da links, naja, gucken wir mal. Ui, hä? Hab ich den jetzt... Achso, ich hab seinen in den Boden und Füßen weggenommen. Das tat mir natürlich leid, aber... Kann ich die denn auch hier von unten angreifen? Oh, okay. Jesus. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Geil. Nehmen wir mit. Aha. Halt, da oben kommen wir hin, aber wie komme ich denn da hin? Scheiße. Ich kann den auch nicht für einen Stoß nehmen. But why? Nee, ne? Doch. Aha. Ganz gut zu wissen. Diese kleinen Plattformen, oder Plattformen, Sanddinger kann ich auch zum Chargen benutzen. Wusstet ihr natürlich alle schon, ist klar. Wow. Okay. Und hier ist nichts. Das ist einfach nur so ein Kessel. Ah, come on. Das war nicht getroffen. Kann die doch offensichtlich nur von unten treffen. Komm mal her. So nämlich. Aha. Na, mhm. Gut. Aber was wir machen können, ist das. Nee, kann ich doch nicht. Ich dachte, ich komme da durch. Da muss ich durch. Okay. Aber auch fies. Wer hat denn hier die ganzen Dornen platziert? Einerseits diese ganzen Sanddünen, die sagen, ja, bitte charge durch mich durch. Und gleichzeitig diese ganzen Dornen, die sagen, auf gar keinen Fall machst du das. Na, was dachtet ihr? Genau, dass ich den hier ausgewählt habe. So nämlich. Nervt mich denn hier ständig an meinem freien Samstag? Oh, Timo Bornheim hat mich in der Story erwähnt. Und in einem Foto markiert. Pff, Jesus Christ. I mean, scheiße. Er hat jetzt das letzte Mal schön 1000 Likes gekriegt da für Regiefoto. Der hat jetzt natürlich Blut geleckt, ne? Ja, gut. Man hat ja sonst auch... Ich habe ja sonst...
man hat ja auch keinen Content mehr. Man hat seinen eigenen vier Wände schon jetzt so oft gezeigt. Dann traut man sich schon gar nicht mehr, Fotos beim Spazierengehen zu machen. Verstehst, ja? Naja. So. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Okay. Nehmen wir mit. Ah, please. Muss ich da jetzt wieder hin? Nee. Och, ach so. Ja. Interessant, dass die... Also einerseits finde ich es geil in der Steuerung, dass das alles so zusammengelegt ist. Nee, da links muss ich ja gar nicht mehr hin, ne? Da war ja der Typ nur und dann der Weg zur Fähigkeit, ja. Auf der anderen Seite habe ich jetzt eben schon gemerkt, dass halt Dashen dann der gleiche Button ist, wie eben für dieses Hochchargen. Und beide braucht man ja eigentlich auch ständig. Right. Ah. Bäh. Ach so, ich dachte, es verfolgt mich. Ja, soll ich denn dann lang? Oh, es war so klar. Naja, gut. Sieht natürlich alles schön aus, aber was ich da jetzt schon wieder auf dem Weg habe liegen lassen. Nur doch ständig heilen. Meine Güte. Ey, den hätte ich dir gerne wieder zurückgegeben. Boah. Na, der Hammer macht schon gut Schaden gegen ihn. Ach so, eine Pipifax da. Das stört den auch nicht? Wollte gerade sagen. Krass. Also ich kann ihn wirklich bloß den Hintern weg, den Panzer wegschießen. Naja. Ach scheiße. An der Seite wahrscheinlich launchen. Ah ja, gut. Oh. Oh, was macht eigentlich mein Ofen? Völlig richtig, kann man die Baguettes reinlegen. Bin gleich wieder bei euch. So, alles easy. Der Brandmeister von der Feuerwehr war super sympathisch und nett und hat auch voll Verständnis, ein Fan von dem Let's Play, dementsprechend halber Preis für den Wohnungsbrand. Moment mal, wo ist denn der zweite Schlüssel? Hier nicht, da geht's nur hoch. Da wäre es hochgegangen und da müssen wir weiter. Oh, wir können noch den Teleport mitnehmen. Ja, sollten wir wahrscheinlich auch. Ach halt, falsch.
Scheiße. Leute, okay, da ist, wieso ist da Feuer? Ach, es ist wieder so eine richtig schöne Plattforming-Passage. Nehmt euch jetzt nochmal Keks in die Hand, das kann jetzt wieder ein bisschen dauern. Oh. Oh, Leute. Ja gut, da komme ich schon gar nicht mehr durch. Scheiße. Okay, wo muss ich denn von da links lang springen? Ja. Ah, da komme ich nicht hin. Doch. Naja. Ah, bäh. Nicht schön, aber selten. Du hast einen neuen Geistersplitter. Feinde werden schneller wieder zum Leben erweckt. Ja, danke. Genau, was ich brauche. So, und jetzt mit ordentlich Schaden hier zurück. Irgendwie zurück durch die Nummer. Ja, ja. Oh Gott, wie komme ich denn hier safe zurück? Scheiße. Ich dachte, wenn ich schnell genug mache, dann merkt das Spiel das gar nicht, dass ich hier so komisch durchbrenne. So, geht doch. Danke. Heilung nehmen wir. Hier oben war der, ne? Habt ihr das gesehen? Da habe ich jetzt schon aus Versehen. Alter. Muss ich gar nicht hin, aber es war so verlockend. Na. Geil. Zweiter Schlüssel. Da heizt ja auch den Ofen vor. Ja, das stimmt. Der Ofen ist vorgeheizt. Ist hier noch was? Nee. Ah, da links. Ne, da war ich, ne? Oder? Eigentlich nicht, ne? Ne. Ne, komm hier auch nicht hin. Hier auch nicht? Ne. Dann soll das so sein. Sehr schön mit den ganzen... ist ja schön mit den ganzen Türen. Mit den ganzen Schlüsseln, aber Tür habe ich noch gar nicht gefunden. Oh. Mhm. Ich würde mich fast einmal fallen lassen zu dem Teleport hier. Kann ich mich dahin teleportieren? Hä? Ich kann mich dahin teleportieren? Den habe ich noch gar nicht entdeckt. Ach, warte mal. Nur weil ich die Karte gefunden habe? Interesting. Das ist ja interessant. Das heißt, ich könnte mich zu dem anderen ja auch schon hin teleportieren wahrscheinlich. Was sagst du dazu? Oh, no meme. Ermann, Hujik, bah. Oh, ikes. Jotan, Nanush. In der Nähe der Schaufel. Oh, hab ich doch gesagt, da wo wir vorhin waren. Oh, war das denn hier wahrscheinlich, ne? Glaube schon. Ach, komm, bevor ich es vergesse. Ich glaube, das war da.
erholen wäre vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, das war da. Ach, guck mal an. Ja. Da müssten wir jetzt 5 haben. Das ist nicht so schlecht. Was war das hier? Ach, guck mal. Ja nicht, das ist ja, ja ein Geschossding. Ah ja. Ja. Och Gott, den muss ich da hinkriegen? Ui, okay, na dann komm mal her. Das war zu kurz. Komm her. Boah, ich muss erstmal den anderen Dude hier ausschalten, sonst wird es gar nichts. So, jetzt komm. Zu spät. Na komm. Ach so, ist schon offen. Das hat beim ersten Mal ja schon geklappt, offensichtlich. Okay, gut. So. Ja, ich glaube, die Schaufel war hier. Komm, wir gucken noch einmal. Nicht ewig aufhalten hier. Ja, da ist sie doch. Ja, geil! Bei einem Experten. Kennt sich denn mit Edelsteinen aus? Der Dude offensichtlich. Nice! Okay. Gut, aber wenn die Schaufel da jetzt nicht gewesen wäre, dann hätte ich es auch nicht weiter probiert. Oh, 13.41 Uhr. Ich gucke übrigens immer nach rechts, weil hier der Chatrechner ist. So, was sagst du jetzt? Wow. Jetzt bin ich aber ja mal gespannt, ob ich einfach so... Ich kann mich doch nicht hierhin teleportieren. Nee, okay, gut. Na. Danke, Tok, für diesen Rat. Ein Stein. Zeig dir mal lieber jemand, der sich damit auskennt. Danke, nächster Questmarker. Ups, den nehmen wir noch mit. Halt, immer alles mit alles meins. 3000, da können wir übrigens nochmal ordentlich aufwerten. Oder was hatte ich eben gefunden? Welchen Händler, der so viel gekostet hat? Ach so, das waren diese ganzen Karten von Lupo, ne? Ja. Wo jetzt alles an... in Sachen von, wo alle Vitalitätszellen sind und so. Die Karten gibt es natürlich auch immer. Die sind natürlich für so 100%-Typen wie mich natürlich unabdingbar. So. Wie komme ich jetzt da hoch? Ah, ich habe schon wieder Erz vergessen. Hier reinchargen, ne? Ja. Ah, siehst du, das meinte ich. Da hat er nämlich gedasht, was ja auch richtig ist. Naja. Okay. Tür haben wir. Halt. Gut.
den Hammer habe ich auch. Aber seiner war ein bisschen größer, ne? Machen wir uns da mal nichts vor. Ach, fuck. Ach, nee. Komm ich nicht hoch? Oh. Oh. Schade, mit dem zweiten hätte ich es geschafft. Oh. Ficken, aber dann nehmen wir da unten die Scheiße noch mit. Aber so wissen wir schon mal, wie wir potenziell an das Erz kommen. Na los, triggern wir ihn noch einmal. Nee, will er nicht. Wir auch nicht durch. Was ist das da oben? Energiezelle, ne? So, aber wir brauchen ihn ja für hier oben. Komm mit. Wäre mal interessant gewesen, ob ich die hier auch chargen kann, aber ich glaube nicht. Also diesen... Komm doch zurück. Okay. Hebel umgelegt. Mhm. Ja, das ist wieder sowas, so eine Situation, die man sieht, wo man eigentlich sich zurückhalten müsste. Und im genau richtigen Moment man dann lossportet. Aber seien wir mal ehrlich, ich werde da gleich einfach durchziehen und aufs Beste hoffen. Mhm. Geh durch. Nee, so. Oh, okay, komm mal her. Komm. Ah, die Kugel habe ich genommen. Die Kugel habe ich genommen. Das meinte ich, ne? Oh, fuck. Wo muss ich den hinbringen? Naja, gucken wir mal, ne? Unten noch was? Ja. Aha. Ja, Vitalitätszelle nehmen wir natürlich, ne? Hm. Alles cool. Guck erstmal, wo ich den hinballern muss, bevor ich da dreimal hin muss. Wobei, muss ich gar nicht weiter, ne? Komm ich hier hoch? Ja. Hey! Na, hier ist nix. Oh. Dahin. Easy. Aha. Halt. Da oben ist da noch was, oder nicht?
Sehe ich doch von hier. Oh. Oh. Wo sind wir denn? Ah, schon noch ein kleiner Weg hier. Na, wobei, da oben ist der Teleport-Dings. Die Schleife hier muss ich gar nicht gehen. So nah am Teleporter sind die. Gucken wir doch mal. Hier oben geht's schon zum Dingskampf, ne? Boah. Ja gut, wir haben noch 10 Minuten. Mal hier noch links an bei den beiden. Also 10 Minuten bis zur Werbung. Ja. Kleines rachsüchtiges Eichhörnchen. Ui, was ist da denn? Warte mal, wie komme ich da denn hin? Ich habe doch gesagt, warte mal. Halt. Oh, Leute. Ofen, denk an den Ofen. Ja, ich guck mal kurz an den Ofen. Auf den Ofen. Mein Vermieter ist auch da, hat gesagt, es ist überhaupt kein Problem, dass die Wohnung nie wieder bezogen werden kann. Riesen Fan von dem Let's Play, deswegen. Oh. Ah, da komme ich aber nicht hin. Alter, halt, wo sind wir denn jetzt hier? 14 Uhr Werbung passt für euch auch, liebe Regie, ne? Oder lieber Timo, sagen wir es doch, wie es ist. So, guck mal, was ist das denn hier für eine Blume? Kann ich da... Na gut, komm. Wahrscheinlich... Oh, aber warum? Warum ist denn hier so ein Ding? Ja, okay. I see. Den brauche ich ja dringend, um mich da hoch zu katapultieren. Na, das kann ja jetzt wieder was werden. Komm her, kleiner Muckel. Ey, komm raus. Ja. Ja. Nein. Och, Depp. Wenn die zu nah sind, dann sprengen die sich in die Luft. Seit wann kriege ich die denn nicht mehr um die Ecke rum? Brauche ich den zwingend? Ja,
Sonst komme ich da nicht hin. Richtig. Und sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht hier. Machen wir uns nichts vor. Nein. Oh, jetzt bin ich selbst gestorben, weil ich mich um ihn gesorgt habe. So traurig ist es. Nee, so komme ich da nicht hin. Das klappt nicht. Aber du hattest doch sonst nie Probleme mit mir, um die Ecke zu kommen. Vor allen Dingen, ich dachte gerade, dass ich sie hier auch katapultieren kann, aber das geht natürlich gar nicht. Ja, nein, da komme ich nicht hin. Oh, damn it. Aber wie mache ich das denn? Boah, muss ich in derselben Sekunde... in derselben Sekunde abdingsen. Da. Komm her. Das ist halt nach wie vor, auch beim zweiten Teil, ist super viel Try and Error, ne? Super viel rausfinden und dann Timing, Glück haben. Ja, aber so schaffe ich es nicht. Aber ihr habt es gesehen, der fliegt da natürlich genau hin. Und hier schaffe ich es nicht, ne? Was habe ich denn? 1, 2, 3, 4. Nee, oh, Alter, so viel fehlt da gar nicht. Oder ich mach's mit diesem scheiß Eichhörnchen da. Ach so, das hat sich gerade schon zerstört. Okay, danke. Armes kleines Vieh. Auch wirklich das Ding hier. Wieso ist denn der jetzt so blöd und schafft es da nicht mehr durch? War doch vorher nie sein Problem. Dann mache ich gerade was falsch. Wie kann man das? Dann verfolgt mich doch einfach mal. So, komm her. Ja, zu früh. Okay. Seit wann haben die denn so ein Problem, wenn ich so nah rankomme? Jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Ach so, okay, wow. Na gut. Halt. Nee, erstmal heilen. Nein! Och, ich hasse euch. Na gut, aber jetzt wissen wir, wie es geht. Krass. Wieso kommt er denn nicht klar, wenn ich näher rangehe und bringt sich dann immer selber um? Oh. Okay. Die Scheiße geht hier noch weiter. Oh. Nein, oh, das ist halt das Problem, weil das die Dash-Taste auch ist. Oh. Oder links ging es auch noch weiter. Bin gerade ein bisschen nah. Sind ja kurz vorm Irrlicht. Spät haben wir es? 2 Minuten vor. Oh, 2. Komm ich hier durch? Oh, das sieht ja alles nicht so schön aus hier. Gut. Links gab es wahrscheinlich noch irgendwie so ein bisschen Erz oder so. Ja, natürlich Erz. Dann
Gucken wir mal rein. Sonst können wir ja nicht rausschauen. Euer Scheiß Ernst? Hier ist der Endgegnerweg, oder was? Also der richtige Endgegnerweg? Na gut, dann... Nee! Halt! Dann nehmen wir noch das Ding mit. Oh! Nein! Oh Gott! Nein, mein. Halt. Dann haben wir aber hier ja alles gemacht, ne? Ist es echt so? Dass wir hier erst hinkommen, wenn wir alle vier gefunden haben? Aber wo ist denn der... Ah ja. Ja, mehr kann ich noch nicht machen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in den Wald. Dann haben wir hier soweit alles, ja. Wie gesagt, hier oben noch ein bisschen, so, ja, hier wird auch noch so eine kleine, weil hier ist ein bisschen mehr Platz, ne. Dann haben wir hier erstmal alles gemacht. Was ist hier noch? Hier können wir noch runter. Gucken wir weiter in den stillen Wald. Na gut. Wow. Was für ein Letdown. Gehen wir hier hin? Ja. Okay. Hey, wer nicht will, der hat schon. Immerhin habe ich diese Wüstenfähigkeit, schreibt auch jemand gerade. Sergeant Cool. So, dann machen wir uns auf in den Wald, ne? Aber vorher machen wir noch eine kleine Werbung, dann... hole ich mir natürlich meine Baguettes und dann starten wir chillig in die dritte Stunde hier von Ori and the Will of the Wisps. Kein Bossfight im Wüstending, noch nicht. Mal gucken, was im Wald geht. Gleich. Willkommen zurück zu Ori and the Will of the Wisps. Wir waren gerade schon im Wüstenreich, würde ich es mal nennen. Und sind da aber mehr oder weniger fast unverrichteter Dinge durchgekommen. Boah, ein bisschen zu präsent hier, ne? Ein bisschen ins Baguette habe ich geschafft. Scheiß drauf, ich nehme mir einfach meine Zeit. Was wollt ihr wirklich machen, wenn wir ehrlich sind? Kein Product Placement. Überlege, ob wir uns doch Richtung Bauer Spitze bewegen. Oh. Raum komplett verbrannt. Was wollte der hier? Karte für den stillen Wald. Ich hab doch eine Karte für den stillen Wald, oder? Was hat der für ein Scheißproblem? Ja. Oh. So. Ich schätze mal, fast hier geht's runter, ne? Komm ich denn da am besten hin? Zumindest müsste ich da einmal gucken. Geh mal in den Wald oder Bauerspitze. Andreas ernährt sich nicht nur von Baguettes, aber ich ernähre mich von Baguettes, wenn ich zocke. Dann habe ich keine Zeit zu kochen. Dann ist es am easiesten natürlich für euch, wenn ich einfach den Backofen anschmeiße. Normalerweise esse ich sowas nie. Auch wenn dann ganz selten mal eine Pizza-Restaurante und da die Salami, bestell auch nie Pizza. Das ist echt immer für mich so. Wenn ich bestelle, dann versuche ich wenigstens was Geiles zu holen. Aber Pizza, weiß ich nicht. Noch nie groß geschmeckt.
Es sei denn natürlich, dieses Let's Play wird präsentiert von irgendeinem Partner, der Pizzen ausliefert, dann esse ich die natürlich gerne und stopfe die Scheiße in mich rein, als gäbe es kein fucking Morgen. Ja. Aha. Ja, und merkst du nicht? Der griesgrimmige Vogel. Warte mal, waren wir hier schon? Ja, ne? Weiß nicht, warum ich mich hier hingedingst hab. Naja, gut. Ich dachte, dass ich den noch nicht gesehen habe in meinem Leben, aber habe ich offensichtlich. Hey. 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 Mhm. Wo ich jetzt falsch laufe? Pizza hat hier nichts getan. Ich meine, es ist hier unten. Wenn es jetzt hier nicht ist, dann scheiße ich drauf und gehe einfach in Bauers Spitze. Halt. Denn ich weiß gar nicht, ob der Bär noch da ist oder ob wir den einfach wecken können. Boah. Der Hammer ist schon nicht schlecht. Gucken, ob wir hier was machen können. Ah. Wie? Was jetzt? Ah. Mhm. Mhm. Ja, komplett voll gekrümelt. Übrigens. Woche 3 Homeoffice. Wann sagt uns Merkel eigentlich, wann wir die Jogginghose wechseln müssen? Muss man das? Muss man die waschen? Hm. Ich habe heute einfach mal so auf eigene Faust mehr oder weniger, ohne Absprachen mit der Regierung zu treffen, eine neue Jogginghose angezogen, aber dann dachte ich mir so, wann ist denn so eine Jogginghose eigentlich abgetragen? Irgendwann so gefühlt nach 4 Wochen, aber da trägt man die ja nicht am Stück. Gibt es da eine offizielle Beschränkung? Weiß man das? Ich trage noch Hosen, ja, auch das sind natürlich Sachen, die man durchaus erstmal diskutieren kann. Bevor ich jetzt aber da reinjumpe wie so ein Dödel, war denn hier rechts denn hier jemals gewesen? So, ja, gut, war wirklich nix. Machen wir ganz am Anfang mal. Warum will der, dass ich hier hochgucke? Egal. So, Oh, wenn es jetzt wirklich so eine. Wie, ist das denn Motten? Oh, Leute. Oh, nö, Leute. Oh, das tat weh. Meine Güte, komm mir vor wie in einer Fahrschule hier. Wir brauchen. Ach so. Doch. Schon halb tot, noch nichts passiert. Nein, ich wollte mich heilen. Ich schwör. So, erstmal ankommen hier. Na bitte.
diese Spinnenviecher. Alter. Gut. Fast die ganze Energie geraubt. Na gut. Komm, schieß nochmal. Schade. Aha. Und ihr meint echt, dass ich sowas nicht beim ersten Mal direkt sehe, dass ihr da was vertuscht? So. Was ist das für eine komische Blume da oben? Wow, okay. Jesus. Mhm. Ach, guck mal an. Komm ich da nicht hoch? Hat sich was gefragt. Was? Ich doch. Ja. So schwer war es auch nicht. Ich dachte, ich müsste mich da irgendwie schwingen, aber nö. Mm-mm. Oh nö. Och nö, nicht so ein Dunkelscheiß. Ui, was ist das denn? Nein. Ey. Muss ich gleich nochmal triggern? Ach nee, so ein Dunkelscheiß. Ich meine, eine gute Spielentwicklung, mir erstmal die Sicht zu nehmen. Den ja. Oh. Mm-mm. Okay, machen wir das nochmal. Folgen hier. Auffällig. Super auffällig sogar. Wissen die das? Na. Okay. Ist das eine Abkürzung? Nee, nur von der anderen Seite. Okay, da bin ich sofort breit. Na gut. Bin hier noch ins Wasser. Muss ich nicht, muss ich nicht, muss ich. Alles gut. Nein. Nein. Überhaupt keine anspruchsvolle Passage, aber der drohende Tod macht mich sofort nervös. Okay. Danke. Die Hilfe, liebes Glühwürmchen. Ah ja. Wollte mal eine Karte, ne? Ach, Leute.
Ach ja, dann stirb halt. Dann sagen wir allen, wie du wirklich gestorben bist. Ganze Level jetzt so? Weiß er. Halt. Bah. Und jetzt? Ach so, ah, hey, ah, nicht killen. Nehmen wir mit, das ist der zweite und Libelle. Libelle. Und bitte bleib in der Nähe. Und nimm nicht so eine schwere Route, ja? Einfach ganz entspannt da hoch. Ja, das ist lieb. Da jetzt hoch, ja, und das schaffe ich schon mal nicht. Nein, du Schweinepriester. Nein. Zu wissen, dass Gegner hier auch für nicht sorgen. Was willst du denn schon wieder? Sag mal, die Spinne ist ja unermüdlich hier. Nee, den wollte ich haben. Ja. Haben wir beide Schlüssel? Ja. Spring doch da drauf, verdammte Axt. Na bitte. Ah, warte. Nee. Das nehme ich noch mit, was du droppst. Brauche ich euch eigentlich als Lichtquelle? Nö, ne? Nö, da kommen auch immer wieder welche. Ah ja. Ah, hä? Kommt da durch? Ja. Halt, aber wieso nicht? So, nee, das ist nur, okay. Nur um Licht durchzuschaffen, oder wie? Komm ich hier durch? Na, komm her. So, weiter. Nee, da ist nix. Ich bin so angestrengt. Für nix und wieder nix. So. Boah. Naja. Aber hier muss ich ja weiter potenziell.
Na gut, muss ich die. Ach so, den zweiten Nukleus da zerstören, oder was? Ah, okay, I see. Oh, hat er mich erwischt, ja? Ah, du Schwein. Schön, aber selten. So. Ha, jetzt ist doch da auf beiden Seiten Licht, aber irgendwie ändert das noch nichts, ne? Oder? Wo sind wir denn karttechnisch? Hat es jetzt hier für mehr Licht gesorgt? Nee. Hier ist auch wieder nix. Komme ich da nicht hin? Okay, guck mal von unten, wie es von unten aussieht. Ups, sieh Daisy. Okay. Ah. Nein. Oh Gott, ich sehe nichts. Nicht oben wieder? Ja. Nein, komm her. So. Danke. So klingt mein Ton übrigens die ganze Zeit. Nee, jetzt geht's eigentlich auch. Na. Da. Aha, sehr schön. Ja, obwohl, vielleicht sollte ich die gar nicht so sehr zerstören. Was hier? Danke, ja. Assis. Ah! Oh, war ich doch schon da. Och, come on. Wären wir aber auch ein bisschen päpstlich hier. Okay, checken wir mal hier unten. Hey, ne? Hey, hier komme ich noch nicht lang. Ach so, wir haben die Karte auch noch nicht gekauft, ne? Egal.
sage ich jetzt mal. Scheiße. Na. Oh, was? Muss ich mich jetzt... Ach so, hier ist gar kein Glühwürmchen drin gewesen. Ich dachte, da wäre ein Glühwürmchen drin. Da. Okay, geil. Nehme ich. Nehme ich an der Stelle. Hab mich geheilt? Ja. Ah, ja, denke ich. Oh, du Schwein. Gibt's natürlich genau, ne? Jo, wo wollen wir denn hin, kleine Lady? Aber einen weiten Weg, hm? Antworte. Ach, okay, nö. War nicht so absurd. Da muss ich wahrscheinlich auch hin. Scheiße, ich hab irgendwo... Ach, guck mal, hier ist wieder so ein Samen. Die sind jetzt auch angezeigt. Mhm. Stimmt doch da rechts erstmal lang gemusst. Hab nämlich irgendwo diesen Lupo-Dude verpasst. Guck mal, hey, das, dann war das doch da eben auch so eine Libelle. AKA Glühwürmchen. Nein! Muss mir jeden gar nicht. Okay. Wow, wow. Oh gut, das sind natürlich faire Speicherpunkte hier. Das kann man ja nur wirklich nicht anders sagen. Den habe ich. Da rechts ist doch noch ein Schlüssel. Aber wie komme ich denn da hin? Psst, heimlich. Oh, still und leise. Ach so, der wollte eh dahin. Danke. Okay. Reicht das schon? Sind es zwei? Ja, ne? Hm. Sind es zwei? Yes, sir. Haben wir's. Sehe schon, wir enden wieder genau auf einem Bosskampf. Kann ich jetzt schon sagen. Wahrscheinlich. Hey! Boah! Bäh. Na. Oh, du Assi. Brauchen wir nicht. Hä? Das war natürlich nicht so schön. Sah nicht so elegant aus, gebe ich zu. Wow! Fast gestorben.
Ach, das ist wieder so ein Zeitrennen-Scheiß. Ja, und jetzt? Halt. Nein, lass dich doch fallen, dann schaffe ich's. Oh Gott. Scheiße. Okay, boah, ich muss ein bisschen höher kommen. Na. Jetzt chillen wir mal. Ach, come on. Na gut. Ich schätze mal, dass ich hier irgendwie noch eine Lichtfähigkeit kriege, mit der ich dann alles illuminieren kann. Na? Oh oh. Ist das echt so? Sind wir jetzt hier... Ey, hab ich recht? Kommen wir jetzt wirklich zu einem Boss-Dings? Nee, obwohl, ist noch relativ weit weg, ne? Achso, nee. Das brauche ich doch bestimmt. Komm mal her. Oh. 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 Halt. Jetzt? Oh, Mann! Da ist er ja. Gott sei Dank. Nanush! Hammergon, Amin. Arschnack! Mhm. Okay. Hier ist wahrscheinlich noch ein Kampfschrein. Ja, ist halt die Frage, ne? Muss ich jetzt hier erstmal hin und Licht holen? Oder komme ich hier rechts weiter? Hm. Was meint ihr? Hier jetzt weiter nach rechts? Ja, auch schwierig, ne? Oh. Ich würde sagen, hier hin. Erstmal nach rechts unten, dann zur Quest. Scheiße. Genau in dem Moment. Oh nö. Weil ich das Licht brauche oder was? Hier hin, ne? Sicher? Ja, ihr seid sicher. Ja, hier komme ich auch gar nicht hin. Wo bin ich denn da lang? Teleport-Dings? Nee, ich nicht. Ach, Mann.
Verzeihen. Oh, Schwein. Ach. Ach. Warte mal. Scheiße. Muss ich da echt jetzt erst da hinten lang? Ja, hier komme ich ja nicht lang. Hier ist er abgeschottet. Mann, ich will nicht jetzt wieder alles zurück. Bitte, Leute, nimmt mir jemand das Gamepad. Oh. Oh, Gott, deswegen. Das war klar. Nee, wenn ihr nicht stehen bleibt. Vor allen Dingen, ich habe ja das nur mit so einem Glühwürmchen gemacht, hier den Weg runter. Och, Mann. Scheiße. Ah. Oh, Scheiße. Kostet mich jetzt natürlich schön eine halbe Stunde hier. Warte. Jetzt habe ich noch geschafft. Wieder da erstmal das freilassen und mit dem runter, ne? Oh Gott. Scheiße. Ärgerlich. Guten Morgen. Doch eigentlich durch die Tür durch. Hier runter, ja. Rechts komme ich nicht. Ende. Naja, nehmen wir den wieder. Sieht schon widerwärtig aus hier. Unbedingt dranbleiben. 20 Minuten geht's weiter mit Kogi. Und wenn ihr das Video guckt, ihr kennt es. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst mich das wissen. Lasst uns das wissen. Lasst einen Kommentar da. So schwer ist es nicht. Mit denen. Okay. Dank dir für den Ride. Wieder daran gescheitert, dass er da festklebt. Ja. So, jetzt sind wir nochmal hier. Und wir sind eben oben lang, ne? Oben lang und dann zurück. Unten links, naja, brauchen wir nicht. Oh, shit. Halt, 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 halt. Noch weiter nach rechts? Nee. Ja, aber. Halt. Jetzt aber. Oh nee, wo soll ich denn da hin? Gar nicht rechts weiter.
Zumindest an der Stelle noch nicht. Dann muss ich hier rechts hoch? An der Stelle vielleicht hoch? Weil hier ist erstmal nur Dunkelheit, ne? Oder? Guck mal, jetzt sieht es aber aus wie so ein Glühwürmchen, was hier lang fliegt. Habe ich das schon gefunden? Ah! Oh! Hier ist erstmal nix. Ja. Na, da ist eins. Lebensenergie nehmen wir mit. So, fliegt das jetzt etwa hier rechts lang? Nee. Doch. Knallhart sogar. Oh. Mann. So. Jetzt. Schaff ich's? Ja. Schön. Na, wo wollen wir denn hin? Aha. Dank dir, mein Freund. Geil. Nee, falsche Taste. X brauchen wir. Ach Gott. Was halt der AT und Lichtauer, die Gegner verbraucht Energie. Na gut. Testen wir mal. Was eigentlich? Legen wir mal auf Y. Aha. Ja gut, wer das mag, ne? Klar. Guck mal. Ah. Hält die so lange, bis ich die ausmache? Forever ever so. Also zumindest in dem Bereich hier. Okay. Mit der Lichtaura müssten wir jetzt zumindest. Ja, ich denke mal hier rechts hochkommen, ne? Kommen wir da vielleicht? Muss ich genau gucken. Aha, mach mal. Nehmen wir mit. Ja, die geht da oben lang. Das ist uns erstmal egal. Auch hier ist wieder schön hell. Und dann müssten wir jetzt, glaube ich, links hoch. Ja, und mal gucken, ob wir hier direkt hochkommen jetzt. Mit der Lichtaura. Aber dazu sollte ich hier die Energie mitnehmen. What? Der hat nichts gedroppt. Egoistisch. Halt. Ist hier schon? Ja, theoretisch schon, ne? Sehr schön. Ja, ein bisschen zu wenig. Halt. Den wollte ich eigentlich erst haben. Wo will der denn hin? Gucken. Na, eigentlich muss ich nach oben, ne? Oder halt nach rechts. Von daher kann mir das... Naja. Nein. Scheiße.
Hm. Ach so, hier ist wieder sowas. Nee. Hä, ist das keine Stange zum Schwingen? Offensichtlich nicht. Komm ich da auch nicht hin. Da komme ich auch nicht hin. Danke. So, hier hoch. Aber auf den Kackhaufen hier, der in Stoff eingebunden ist. So, jetzt sind wir wo? Okay. Ah, scheiße. Nehmen wir hier mal die Energie mit. Deswegen liegt hier auch über so viel Energie rum. Halt. Nein. Hör auf. Nochmal. So. Jetzt haben wir's. Das war Glück. Genau da zu landen. Jetzt haben wir das. Jetzt sind wir hier oben. Ja, ja, so, jetzt stellen wir nämlich den Shortcut, damit wir schnellstmöglich hier hinkommen. Das ist wirklich genau so, dass wir jetzt... Müsste ja wahrscheinlich der Endgegner kommen. Ja, verschlafen, sorry. Mhm. Ah. Ja, gut. Oder zumindest ist hier rechts das Irrlicht. Das schaffen wir noch. In der heutigen Session. Oh ja, er läuft schon nur noch bedächtig. Das ist wirklich genauso wie gedacht. Na, mal gucken, was sie macht. Boah, ich kann relativ viel ab, offensichtlich. Ah ja. So, klassischen Fragen. Na gut. Achso, was haben wir denn da oben? Dieses Stampfen. Oh, hat die sich gerade erholt? Erholt die sich? Ui, okay. Gerade nicht sicher, ob die sich erholt, aber... Oh, come on. What the fuck? Okay. Okay, du wolltest da nicht vorher Bescheid sagen, dass du einen Killerstrahl drauf hast, oder was? Weg da. Mal weg da, Gandhi. Noch nicht ganz geblickt, ob die sich erholt oder nicht. Nein, nicht zu übel. Ich werde langsam ein bisschen übermütig hier. Ja, ne? Sieht so aus, als würde sie sich erholen.
Komm schon! Oh oh, zweite Phase? Ja. Oder auch nicht. Ich bleib mir hier. Ich bleib hier in der Ecke und guck mir das Ganze in Ruhe an. Kann ich aber wahrscheinlich nicht, sehe ich gerade. Soll ich da raus oder was? Okay. Ich soll offensichtlich fliehen. Und das machen wir nun wirklich gerne. Hier. Ah, scheiße. Oh, erstmal gucken, wo die nächste ist. Aber das war doch nicht schon der ganze Kampf, oder doch? Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ah. Okay, hier ist der zweite Part. Hoffentlich hat er den Chase gespeichert. Scheiße. Hey! Nee, nee, oh! Schieß nochmal. Mensch, ich hab's nicht geschafft, dir einen zurückzugeben. Alter, okay. Okay, also jetzt dreht mein Setup hier komplett durch. Auch wieder der Moment, wo man dachte, ja, welchen Moves soll sie eigentlich noch kriegen? Alle. Oh, da kann ich gar nichts machen in der Zeit. So, jetzt kannst du mal wieder schießen, wenn du Bock hast. Oh, ich sehe gar nichts. Na komm. Könnte natürlich auch mal den Bogen nehmen. Weil sie ja doch irgendwie immer so weit weg ist gefühlt. Uiuiui. Was war denn das? Ein Gebet? Uiuiui. Okay, 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 okay. Alter, okay. Oh, ich dachte, ich kann mich heilen. Natürlich nicht, weil ich wieder so halb an der Decke hing. Oh, Leute. Oh, ich krieg keinen, den auch nicht. Oh. Oh. Ja, der Dings frisst natürlich so viel Energie da drüben, ne? Komm schon! Jetzt macht sie wieder ihre Freunde. Ey, der Bogen ist zwar nett, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Wenn schon, denn schon. Na, Alter. Ich höre halt leider gar nichts vom Soundtrack. Hey, was? Wieso bin ich gestorben? What? Wieso bin ich denn da jetzt gestorben? Scheißweh. Mich zu lange an dem Kopf aufgehalten oder wieder was? Komm schon. Oh, Alter, das zieht ja ordentlich ab. Die mit ihrem eigenen Urin zu besprühen. Nö. Ja, okay, doch.
Scheiße. Da hat gerade gar nichts getroffen. Komm schon. Oh, ist so unspät. Frau. Scheiße, komm schon. Den kriegst du. Den auch. Oh, ich muss mal weg hier. Ich glaube, das hat mich eben erwischt, diese Aktion. Ah, I see. Warte, wo ist denn das Licht? Nee, ey, wechsel doch mal aufs Licht. Aha. Ach so, ach. Dachte ich natürlich, ich schlage ihn mit dem Hammer, aber ich mache ja das Licht immer wieder aus. Komm schon. Wer mir jetzt gerade schreit, möchte ich mal wissen. So, komm schon. Oh. Oh. Geil. Oder was? Ah. Na bitte, geht doch. Das arme kleine Baby. So viele Augen und alle sind süß. Suna, Satune. Bin ja nicht so ein Spinnenfeind, ne? Ich hab kein Problem mit Spinnen. Also, die sind mir nicht Spinnefeind. Schön. Okay, Baby. Für die Kleine mach ich's. Nora. Guck, die kleinen Spinnis. Oh. Okay, ich kann mit denen labern. Aber nur mit ihm, oder was? Das ist eine Quest, wenn Lieblinge ist. Wenn das so komisch. Oh, ich kann mit ihr auch nochmal quatschen. War nicht. Guckt doch mal, ist das nicht, ich gebe euch nochmal das Vollbild, damit ihr meine Fresse da nicht drauf habt und das jetzt euren Screensaver benutzen könnt. Ist es nicht schön? Da sehen wir Mora, die wir besiegt haben hier. Ach, toll. Mensch, das ging doch easy. Zumindest die Kröte war ein bisschen schwerer. Aber wahrscheinlich hätte ich erst die Spinne machen sollen vom Gedankengang her, weil die doch deutlich leichter war. Schön.
Wüstengebiet waren wir auch schon. Das heißt, ich kann ein bisschen backtracken. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann lasst mich das wissen. Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da. Und sagt, wie euch das Spiel gefallen hat. Und ja, ich glaube, bei so 50-60% vom Spiel sind wir ja, glaube ich, schon. Macht euch noch einen schönen Samstag. Hier geht's weiter mit Krogi. Ja, gerne Feedback. Ich lese mir fast alles durch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.